16.02. im Landkreis MSE hat gezeigt, dass das Amt Malchin eine Inzidenz von 50 hat. Oh Gott. Da sind wir schon wieder hart an der Frage, können wir jetzt die Schulen aufmachen oder nicht. Das bedeutet, im Amt Malchin leben 12.054 Einwohner, davon sind 6 positiv getestet. 6. Ich möchte mein eigenes Heimatamt, Amt Stargarder Land, Herr Lorenz, sind ja auch da, wir haben eine Inzidenz von 82. Das bedeutet, wir haben 8 positiv getestete Einwohner auf 9.750. Und im Wissen, dass zu dem Zeitpunkt, dass vor 3 Wochen das Altenheim mal wieder hochgegangen ist, haben die 8 im Altenheim gesessen. Das heißt, es sind insgesamt also 9.742 nicht positiv getestet. Und damit muss ich davon ausgehen, dass nicht nur in meinem Dorf im Stargarder Land, sondern auch in anderen Dörfern alle sitzen und nicht positiv sind. Also was sagen uns Zahlen? Was sagen uns die 50? Brechen Sie es mal runter auf effektive Zahlen und dann korrelieren Sie das bitte mal auch wirklich immer wieder. Wir haben das auch sehr schön gesehen, es war einmal im Westen unseres Kreises und einmal auch sehr schön in der Friedlander Ecke. Eine 300er Inzidenz, nehmen Sie es am Friedland und dann gucken Sie sich mal die Zahlen an und einen Tag vorher stehen 40 Personen in den Altenheimen, sind wieder positiv. Ich empfinde es persönlich als Skandal, dass wir nach einem Jahr noch nicht in diesem Staat in der Lage sind, die wirklich Gefährdeten durch Corona, nämlich die Alten, in effektiver Art und Weise zu schützen. Die Covid-Erkrankung bei Kindern verläuft in den allermeisten Fällen unkompliziert. Milde Zeichen einer Infektion, bisschen Rotz, bisschen obere Atemwege krank. Es gibt schwerwiegende Verläufe, ja, die gibt es. Die negiere ich auch gar nicht, das wäre ja Quatsch. Wir haben, zu den Zahlen komme ich gleich noch, insbesondere Probleme mit diesem PMIS, mit diesem Pediatric Multi-Inflammatory Syndrome. Das ist eine Erkrankung, die wir im Grundprinzip kennen als sogenanntes Kawasaki-Syndrom. Das ist eine Entzündung der Gefäße. Macht die Kinder sehr, sehr krank, kann auch die Herz-Kranz-Gefäße, ich bin ja Kinderkardiologe, auch kaputt machen und zu Folgeschäden führen. Und das ist aber definiert zwischen 2 und 5 Jahren. Darüber gibt es kein Kawasaki, Punkt. Und jetzt sehen wir plötzlich Kinder, die auch ein Kawasaki bekommen. Und was wissen wir vom SARS-CoV-2? Es macht Vaskulitis, es macht also eine Gefäßentzündung, es macht Gerinnungsstörungen und es macht ein Hyperentzündungssyndrom. Das ist das, woran die Leute häufig auch sterben, am ARDS, also an dieser Lungenerkrankung, die ausgelöst wird durch diese Überentzündung. Dazu noch eine Gerinnungsstörung und dazu noch eine Gefäßentzündung. Da macht dann auch das beste Gefäß irgendwann dicke Backen und die Durchblutung stoppt und der Patient verstirbt letztendlich im Atemversagen, im respiratorischen Versagen. Also es gibt dieses Pediatric Multisystem Inflammatory Syndrome. Es ist selten. Aber wussten Sie eigentlich, dass weltweit 200.000 Kinder im Jahr an Tetanus sterben, an neugeborenen Tetanus? Dass 199.000 Kinder an so einem blöden Atemwegsvirus wie RS-Virus sterben? Ich glaube, wir müssen mal die Verhältnismäßigkeiten herkommen. Die Sterblichkeit an Grippeviren in meiner Klinik im Jahr 2020 lag um 100% höher als Corona. Hier in Neubrandenburg. Ich leite die drittgrößte Kinderklinik im Land, um 100% höher. Jetzt lassen Sie die 100% kurz sacken. Wusste keiner von Ihnen, ne? Ich sage Ihnen die effektiven Zahlen. 1:0. Ich habe ein 12-jähriges Mädchen verloren, ja. An einem Grippevirus in 2020. Aber kein Kind an Corona. Was sagen Ihnen jetzt die 100%? Ich möchte Sie sensibilisieren dafür, das, womit wir bombardiert werden jeden Tag. Und matchen Sie bitte mal die Prozentzahlen, die wir bekommen, mit den effektiven Zahlen, die dahinter stehen. Dann relativiert es sich. In einer Pandemiesituation über No-Covid oder Zero-Covid zu diskutieren, wer so etwas tut, hat einfach von Infektologie und von Pandemiesituationen absolut keine Ahnung, weil es schlichtweg nicht funktioniert. Die aktuellen Zahlen für die Kinder sind auch bekannt. Ich habe heute noch mal reingeguckt beim RKI, seit März 2020 in Mecklenburg-Vorpommern positiv getestete Kinder 1.978. Stand Webseite RKI heute 12.22 Uhr. Das entspricht einer Inzidenz, also einem Auftreten, von knapp 1% der Kinder, die in unserem schönen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern leben. 1% der Kinder sind positiv getestet in den letzten 12 Monaten. Die Anzahl der in der Seenplatte, also unserem Landkreis, positiv getesteten Kinder beträgt heute 12.22 Uhr 300. Das sind umgerechnet 0,11% der Einwohner der Mecklenburgischen Seenplatte. 0,11%. Wir haben positiv getestete Kinder in Deutschland 265.000 bei knapp 18 Millionen Kindern, die wir haben. Wir haben ja immer die Frage, welche Kinder werden ins Krankenhaus aufgenommen, und da haben wir ein Register von den Kollegen der Infektologie, und da haben wir im Register im Moment drin 1.010 Kinder. Das heißt, wir haben eine Hospitalisierungsquote, also eine Aufnahmequote ins Krankenhaus, und das ist ja das, wo wir auch sehr fokussiert sind drauf, Stichwort Belegung der Intensivbetten und so weiter, von 0,38% bei Kindern.
Wir haben unter dem Aspekt Corona und Kinder und Tod haben wir 3 Kinder in ganz Deutschland, die Corona getestet positiv waren. Die sind alle 3 analysiert worden. Das eine Kind war ein Kind in einer Palliativsituation. Das war also aufgrund seiner Grunderkrankung nicht mehr überlebensfähig und war palliativ und war positiv getestet worden, ist also Corona-positiv, aber letztendlich an seinem Syndrom gestorben. Wir haben ein weiteres Kind, was schwerste Herzgrunderkrankung hatte. Das Kind ist an seiner Herzproblematik verstorben und ist parallel Covid-positiv getestet. Wir haben ein einziges Kind, wo wir sagen, jawohl, da ist Covid wahrscheinlich der Auslöser gewesen, der dazu geführt hat. Das Kind hatte aber auch Vorerkrankungen. Also es war kein gesundes Kind.